noch mehr Skelette. Also die wirklich toten Skelette. Und ein Untotes. So, die ganzen Waffen nehmen wir jetzt nicht mit. Wir haben so schon genug, was wir verkaufen könnten. Und wenn wir wirklich irgendwann mal Erzengpässe haben sollten, können wir immer noch zurückkehren, wenn die Orks uns dann wieder durchlassen. Und wenn nicht, dann greifen einfach alle Orks an, nehmen deren Waffen und verkaufen die. Das ist auch eine Taktik. Weil inzwischen sind wir ein sehr mächtiger Kämpfer geworden. Und können uns eigentlich mit fast allem innerhalb der Barriere anlegen. Außer mit einfachen Fallen. Was war das jetzt? Wir haben wieder mehrere Schalter. Wir haben einen roten Knopf auf dem Boden. Irgendwelche Hinweise? Diesmal sind hier nicht mehr Markierungen an den Wänden. Das ist schon ärgerlich. Nur noch mehr Skelette an den Wänden. Das war das Ding, was wir ausgelöst haben. Sieht so aus, als wenn man was reinstecken könnte. Eine Klinge oder so. Vielleicht die, die wir gerade unten gefunden haben. Das war die hier. Ah, da muss man im richtigen Winkel das Ding wohl reinstecken. Oder sonderbarer Stein. Nee, das Schwert passt nicht rein. Na gut, dann gucken wir uns hier doch mal ein bisschen weiter um. Vielleicht bei einem der Skelette. Ja, nur ein Trank. Oder hier in den Nischen. Nee. Auch nix. Vielleicht irgendwo noch ein versteckter Licht ist aus. Na gut, jetzt können wir auch eine Fackel nehmen. Hier scheint ja da so aktuell nichts Gefährliches zu sein. Außer irgendwelche Todesfallen. So, kein Schalter. Außer der offensichtliche. Können wir einfach geradeaus weiterlaufen? Ja, aber da ist auch wieder nur so ein Schalter. Das heißt, wir müssen jetzt quasi wahllos irgendwelche Schalter drücken und hoffen, dass wir nicht eine Falle auslösen. Das ist komisch. Normalerweise werden bei allen Fallen immer Hinweise eingebaut, dass denn die Erbauer sich daran erinnern, wie sie die Falle umgehen können, falls sie mal selber in die Falle tappen. Oben haben wir ganz viele Punkte an der Wand. Nee. Nur dieser sonderbare Stein. Na gut, wir drücken einfach mal diesen Stein da. Ich höre was. Oh. Ein Dämon. Aber kein besonders starker anscheinend. Nichts dabei. Und verschwindet auch gleich auf magische Weise. Nee, hat nur kurz gebrannt. Okay, dann drücken wir mal den nächsten Stein. Kommt wahrscheinlich wieder ein Dämon. Vielleicht ein stärkerer. Oh, Dämon. Hältst du mehr aus? Ah, nicht wirklich. Komm her, Feigling. So. Dann fehlt jetzt nur noch der Schalter da. Aber wir sollten nicht leichtsinnig werden. Erstmal wieder schön Heiltrank trinken. Mit etwas Glück ist es wieder so ein einfacher. Mit etwas Pech gleich ein großer. Oh oh, wer bist denn du? Du? Ein Ungläubiger im Hort des Meisters. Verdammnis über dich! Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Schnell angreifen. Das scheint irgendwie ein Oberschamane zu sein.
Er darf nicht dazu kommen zu zaubern. Genau, sehr schön. Ufala, was hat er denn dabei? Lichtbringer. Dies war das Schwert des untoten Orkpriesters Varakazorg. Die Waffe ist im Laufe der Jahre unbrauchbar geworden. Vielleicht ist das Schwert noch auf eine andere Weise nützlich. Ja, wahrscheinlich für diese Nische. Wo war die? Da. Zack. Na, also. Schwert in der Hand haben wir noch. Heiltrank geschluckt. Geschwindigkeitstrank geschluckt. Und guck mal, was dahinter liegt. Ach so. Da kommen wir her. Warum waren wir jetzt hier? Ha. Okay, wir haben wahrscheinlich ein recht hohes Tier unter den Zombie-Schamanen getötet. Aber gut, gucken wir uns die anderen Tunnel oben jetzt mal an. Dafür brauchen wir aber erstmal wieder Licht. Wo sind unsere Schriftrollen? Da sind unsere Schriftrollen. Heilung, nein. Licht hätten wir gerne. So. Schwert raus, nur für den Fall. Ich sagte Schwert raus, nur für den Fall. Oh, hier ist eine Abzweigung. Gucken wir mal, wo das hinführt. Ha, irgendein abgeschotteter Bereich. Oh, und recht viele Skelette auf einmal. Viele, viele Skelette auf einmal. Gut, dass wir den Geschwindigkeitstrank getrunken haben. Oh. Ja, ja, nicht umkreisen lassen. Schön weglaufen, ein anhauen. Wieder ein bisschen distanzieren. Wieder draufhauen. Und das Spielchen spielen wir jetzt eine ganze Weile, bis ein, zwei tot sind. Dann können wir uns auch mal der Gruppe stellen. So, zwei. Oh, zwei reichen nicht. So, komm schon. Drei. Vier. Ah, langsam wird das machbar. So, sehr schön. So, müssten nur noch zwei sein und der Geschwindigkeitstank ist gerade ausgelaufen. Das passt doch. Dann müssen wir uns mal umschauen, wo genau wir überhaupt gerade sind. Denn das scheint nicht der Hauptraum zu sein, wo die Tafel war mit diesen drei Zeichen. Oder doch? Nee, die wird hier hinter sein. Ich glaube, das sind die beiden Tore, die aufgegangen sind. Sind sie? Ja, sind sie. Und das haben wir da hinten noch. Das ist ja überhaupt viel zu weitläufig. Also in der Zeit, die wir brauchen, das hier alles zu erforschen, wird die Orkstadt draußen sich sowas von mobilisiert haben. Hoffentlich kommen wir mit unseren Teleportersteinen hier überhaupt raus. Oh, eine Sackgasse, sehr schön. Also da hinten waren wir drin. Wir waren hier, wir waren unten bei den Minecrawlern, haben da diesen Zombie-Schaman umgebracht. Da kamen wir von da aus dem Loch raus. Da oben scheint noch irgendwas zu sein. Da ist ein Hauptgang und da geht es auch wohl irgendwie weiter. Schauen wir mal. Kriegen wir das Tor auf? Ist da irgendwo ein Schalter? Jupp. Hallo? Ja, du, komm her. Du hast eh keine Waffe in der Hand. Ich habe nichts gesagt, dann hätte ich ihn einfach angegriffen. Oh, echt grobe Kelle. Gut, dass wir so viele Heiltränke haben. Und so eine gute Rüstung. Apropos Rüstung, vielleicht hätten wir doch nochmal bei Wolf vorbeischauen sollen. Vielleicht ist hier schon fertig gewesen. So, hier ist schon mal ein Schalter. Und dahinter ist ein Piktogramm von was? Es könnte ein Torbogen sein und dahinter ist eine Straße mit einer Sonne. Hm.
Das eine ist weiß im Hintergrund mit einem schwarzen Punkt, das andere ist schwarz mit einem weißen Punkt. Also vielleicht Tag und Nacht. Ha, drücken tue ich sie auf jeden Fall erstmal nicht, solange wir noch irgendwo lang gehen können. Anscheinend können wir nirgends rum mehr lang gehen. Okay. Tag oder Nacht, Tag oder Nacht. Entscheidung, Entscheidung. Speichern wir erstmal ab. LP 84. So, und wählen mal den Tag. Das waren gerade Gitter. Oh. Oh. Hier rein. Tag war wohl falsch. Und deswegen hat er sich wohl hier reingebuddelt, damit er nicht zerquetscht wird. Und ist dann hier drin verhungert? Oh. Ah ne, es fährt wieder hoch. Sehr schön. Warten wir, bis es ganz oben ist, nur für den Fall. Und drücken dann einfach mal den anderen Schalter. Also eben gerade war es der Tagesschalter mit dem weißen Hintergrund. So. Jetzt nehmen wir den. Und irgendwo ist wieder irgendwas aufgegangen. Das hört sich aber nicht gut an. Als seine Decke schon wieder runterkommt, tut sie aber gar nicht. Na gut, das da drin hätten wir wohl gelöst. Jetzt haben wir noch den Hauptkorridor und da oben die Ecke. Kommen wir da oben irgendwo ran? Oh oh. Ich hoffe, dass wir gerade ein Erdbeben. Und nicht irgendwas Schlimmeres. Oh, was war das? Irgendwas hat gerade geschossen. Ah, es wird ein Magier gewesen sein. Den sollten wir jetzt ganz schnell erledigen, bevor er noch mehr Skelette beschwört. Ja, genau das. Das Beben war nämlich der Magier. Und wo sind seine Diener? Hm? Die wollen wir auch noch loswerden, nicht, dass sie uns später irgendwann in den Rücken fallen. Genau, du. Und du. Und du auch noch. So. Die sind wenigstens schön schwach. Also, ich wollte hier hochgucken. Bevor ich von denen gestört wurde. Oh, sieht recht instabil aus. Trinken erstmal einen Heiltrank, machen neues Licht. Und gucken dann, ob wir da irgendwie rüberkommen. Licht. So. Vielleicht direkt hier hochspringen. Nee, will er nicht. Dass er sich immer so abrollen muss gleich. Stört ein bisschen. So, also da wollen wir hin. Also. Oh, oben ist gleich neuer Schamane. Oder Zombie, besser gesagt. Diesmal greifen wir ihn gleich an, bevor er seine Waffe ziehen kann. Ja. So. Gut, dass sie immer schön einzeln kommen. Was ist das denn da für ein Bild? Also einmal Bogenschützen und irgendein Ziel. Und eine Art Sarg auf Stacheln. Das verheißt doch nichts Gutes, oder? Erstmal einen Heiltrank und dann gucken wir, was da in der Nische ist. So. So. Noch einer von denen. Das ist ja soweit kein Problem. Von denen. Die scheinen wirklich irgendwas Wichtiges hier zu bewachen.
Wahrscheinlich noch so ein Oberschaman. Ich habe das Gefühl, dass in jedem wichtigen Bereich einer von diesen Oberschamanen ist. Aber da geht es irgendwo runter. Hm. Gut. Speichern wir erstmal ab und gucken dann später weiter. LP 85.